Es ist so still hier. Kein Geräusch dringt bis hierhin vor. Wir müssen vorsichtig sein, Luke. Dieses Rätsel, das wir gerade gelöst haben, ist vielleicht nicht das einzige in diesem Turm. Selbstverständlich, Professor. Halten wir die Augen offen. So, dann suchen wir erstmal jetzt nach Hinweismünzen. Da ist schon eine. Hier die nächste. Und da. Würde ich sagen, den Aufzug. Ist das, was ich denke, ist es ein Aufzug? Ja, ähnelt unseren Aufzügen, die wir aus unserer Welt kennen. Aber wir haben nichts derartiges gesehen, seit wir hier angekommen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier in Labyrinth ja so komplexe Maschinen gibt. Ich frage mich, wie sie betrieben werden. Nachdem es keinen anderen Weg nach oben zu geben scheint, müssen wir wohl den Aufzug nehmen. In der Tat, ich denke, du hast recht, Luke. Die Existenz einer solchen Maschine finde ich höchst verblüffend. Wir haben jetzt keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Dafür ist später noch Zeit. Gehen wir weiter. Ja, gehen wir. Ich weiß, ich wiederhole mich, Luke, aber wir müssen vorsichtig sein. Verstanden, Professor. Professor, es geht nicht weiter. Was ist hier los? Stecken wir fest? Wir stecken nicht fest, Luke. Aber ich habe das Gefühl, es wird gleich etwas geschehen. Etwas. Was meinen Sie damit, Professor? Luke, bleib hier bei mir. Alles klar. Rätsel 65. Turmeule. Eine steinere Figur steht vor dir. Unter ihr ist eine Tafel angebracht, die eine Art Siegel zu sein scheint, das durcheinander geraten ist. Verschiebe die Platten, indem du die Pfeile berührst, die sie verbinden, und setze so das Siegel wieder richtig zusammen. Gerne doch. So. Moment. Ja, ich weiß. Ach, in 4 Zügen soll ich dieses Rätsel lösen? Ach, du Schande. Neu. Ja. Und weg. Ob ich mich wohl bewährt habe? Wie ein wahrer Gentleman. Richtig. Du kannst die Anwesenheit eines beachtlichen Gegners in den Schatten spüren. Ah, wir bewegen uns wieder. Diese Vorrichtung ist wohl ein weiteres Rätsel, das die Geheimnisse in diesem Turm enthüllt. Das war noch nicht alles. Es könnte einige Zeit dauern. Wir sind wieder stehen geblieben. Ist das noch ein Rätsel? Hat das ganz den Anschein. Diesmal will ich es versuchen. In Ordnung, aber übernimm dich nicht. Wir arbeiten zusammen, um dieses Rätsel zu lösen. Alles klar. Rätsel 66. Turmdrache.
Eine steinerne Figur steht vor dir. Unter ihr ist eine Tafel mit dem Siegel angebracht, das durcheinander geraten ist. Verschiebe die Platten, indem du die Pfeile berührst, die sie verbinden, und setze das Siegel wieder richtig zusammen. Oh Gott. Vier Züge. So. In vier Zügen soll ich das schaffen? So. Okay, es ist einfach. Geschafft. Bezeugt meine Rätsellösekompetenz. Hä? Die Freuden des Rätsellösens. Ich dachte, Luke macht das Rätsel. Richtig, du bist so weit gekommen. Weiter so. Ich habe es geschafft, Professor. Eigentlich war das hast du gut gemacht, Luke. Aber wir sind noch nicht ganz hier am Ziel. Wie weit es wird dieser Unsinn so bringen? All den Rätseln nachzuurteilen, möchte ich hier Erfinder wohl wirklich vermeiden, dass wir Probleme bis nach oben kommen. Wir müssen weiterhin achtsam sein. Eigentlich hat Luke das Rätsel gar nicht gelöst. Ah, wir stehen wieder still. In Ordnung, versuchen wir es noch einmal. Rätsel 67, Turmbestie. Oh, den Text kenne ich schon. So. Sechs Züge haben wir dafür. Nochmal. Okay. Zack. Nein. Verdammt, zurück nochmal von vorne anfangen. Das ist jetzt richtig. Jawohl. Richtig. Und weg mit dir. Bezeugt meine Rätsellösekompetenz. Schon wieder einmal. Ja. Die Freuden des Rätsellösens. Großartig. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Das war ein äußerst schwieriges Rätsel. Der nächste Halt ist doch bestimmt das Ziel. Da könntest du recht haben, Luke. Also, wir sind da, Professor. Wir scheinen wohl endlich da zu sein. Ich kann dort drüben sogar ein Wasserrad sehen. Das ist ein wunderschöner Ort. Brrr, der Wind
hier ist ein wenig kalt. Also, ist das der Garten des Schöpfers? Ich denke, da liegst du durchaus richtig, Luke. Das viele Wasser und die Rosenbüsche lassen darauf schließen, dass sich jemand gut darum kümmert. Man möchte sagen, der Turm ähnelt eher einem Schloss. Wer hätte gedacht, dass wir an einem so schönen Ort landen? Erkunden wir ihn! Gute Idee. Machen wir es mal. Oh, da hättest du wahrscheinlich nicht mehr eine Hinweismünze. Na komm. Komm her. So. Hinweismünze 2. Jawohl. Dieses Gebäude ist wirklich beeindruckend. Ich nehme an, dieser Teil ist das Haus des Schöpfers. Sophie muss als Kind hier gelebt haben. Ja, in der Tat. Das muss ihr Elternhaus gewesen sein. Ihre Familie. Ich frage mich, ob sie vorhatte, hier zurückzukehren. Egal, wo sie hingeht oder was sie tut. Familie bleibt Familie. Das ist doch immer ihr Zuhause. Sie würde sicherlich irgendwann zurückkommen. Vielleicht. Sie hatten ja nur einander. Ihre Beziehung zueinander könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Was denn, Luke? Nichts. Ich habe es mir wahrscheinlich nur eingebildet. Ich dachte, ich hätte etwas in der Spitze des Turms gesehen. Es tut mir leid, ich muss es mir eingebildet haben. Gehen wir hinein, Professor? Kinderzimmer. Gibt es hier ein verstecktes Rätsel? Ich guck erst mal. Nein? Auch nicht, okay. Hier gibt es auch keine Rätsel, okay. Das muss ein Kinderzimmer sein. Es sieht ganz danach aus. Dem Zustand nach zu urteilen, wurde es schon lange nicht mehr benutzt. Ich nehme an, es war Sophies Zimmer. Ah, hier ist Sophie also aufgewachsen. Was ist wohl vorgefallen, um Sophie aus ihrem Zuhause zu vertreiben? Ich frage mich, ob Sophie und der Schöpfer gut miteinander ausgekommen sind. Sophie ist ein Mädchen voller Nächstenliebe und starker Grundsätze. Ich bin sicher, das kommt daher, dass sie ein gutes Zuhause hatte. Also muss sie viel Zeit mit ihrem Vater verbracht haben. Ich denke, sie haben recht. Für Sophie muss dieser Ort mit guten Erinnerungen verbunden sein. Ich habe das Gefühl, wir verletzen ihre Privatsphäre, wenn wir hier so herumspazieren. Aber Luke, wir haben keine andere Wahl, wenn wir Sophie retten wollen. Das ist wohl wahr. Und ich denke, es würde ihr nichts ausmachen, wenn sie es wüsste. Schauen wir erstmal ein bisschen um. Nichts. Da hieß es. Das ist. Jawohl, alle drei Hinweismützen gefunden. Was haben wir hier? Huch. Ah! Professor! Hier hinter dem Vorhang! Dort ist jemand. Diese mysteriöse Person ist nur eine Puppe. Puh, da bin ich erleichtert. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Sophie muss mit dieser Puppe gespielt haben. Was ist das? Sehen Sie, Professor, hier ist ein Bilderbuch. Der Titel ist Die erste Geschichte. Es ist ein selbstgemachtes Bilderbuch für Kinder. Ich frage mich, ob das für Sophie geschrieben wurde. Das wäre gut möglich. Es ist offensichtlich, dass er es mit viel Liebe geschrieben und gezeichnet wurde.
Es war einmal eine Stadt, in der eine böse Hexe lebte. Alle Karotten verschwanden von den Feldern und die Banken waren plötzlich mit Kürbissen statt Gold gefüllt. Die Bürger mussten mit diesen und anderen Streichen der Hexe leben und wussten nicht, was sie tun sollten. Doch eines Tages tauchte ein tapferes junges Mädchen auf und sagte zu den Bürgern: Jedes Mal, wenn die Hexe einen Zauber spricht, hält sie einen Stab in der Hand, oder nicht? Wenn wir ihren Stab wegnehmen, können wir die Hexe also fangen. Als sie das hörten, stellten die Bürger der Hexe eine Falle und fingen sie. Bei ihrem Prozess sagte die böse Hexe zu den Bürgern: Selbst jetzt, die legendäre große Hexe Akana ist in dieser Stadt. Akana ist die Königin aller Hexen. Sie ist es, die uns Hexen Macht verleiht. Die Bürger bestraften die Hexe und Frieden kehrte in die Stadt ein. Bis zum heutigen Tag lebt die legendäre Akana irgendwo in dieser Stadt. Doch das tapfere Stadtvolk lässt sich von bösen Hexen nicht unterjochen. Die Geschichte von Akana taucht sogar in Märchen auf. Sie ist wirklich eine mysteriöse Person. Wieso denkst du, dass der Autor Akana in einem Bilderbuch erwähnt? Vielleicht, damit sie sich das Kind benimmt? Sowas wie, wenn du nicht tust, was man dir sagt, kommt Akana und holt dich. Ah, in der Tat, das ist eine Möglichkeit. Aber wenn das der Fall wäre, wieso wurde dann eine normale Hexe gefangen und nicht die große Hexe Akana selbst? Es ist so etwas seltsam. Wenn Akana selbst gefangen würde, wäre das so ein eindeutiges Ende für die Geschichte. Denken Sie, es gibt einen bestimmten Grund dafür? Diese Möglichkeit besteht. Sie sind hier selbstgemachte Bilderbücher, abgesehen von diesem. Selbstgemachte Bilderbücher? Ich sehe keine. Das scheint das einzige zu sein. Das lässt erahnen, dass dieses hier besonders wichtig ist. Immerhin ist Sophies Bilderbuch selbst gemacht. Ich wette, sie hat es wirklich geliebt. Sie denken also, der Schöpfer hat dieses Buch geschrieben? Die Schrift weist Ähnlichkeiten mit der Historia Labyrinthia auf. Dieses Buch scheint sorgfältiger geschrieben worden zu sein, aber ich nehme an, der Schöpfer hat es verfasst. Also hat es der Vater für seine Tochter geschrieben. Das war aber nett von ihm, auch wenn die Geschichte etwas gruselig ist. Ich würde Sophie gern dieses Buch bringen. Ja, machen wir das, Luke. Wir müssen gut darauf Acht geben. Die erste Geschichte ist zu den Gegenständen hinzugefügt. So. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Doch hier. Ich würde jetzt gerne die Folge vorzeitig beenden. Weil wer weiß, vielleicht passiert in dem nächsten Raum ja irgendwas. Und wir sind schon bei 18 Minuten. Also bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.